Die Digitalisierung hat alle Lebensbereiche erreicht, wenn auch nicht immer mit guten Folgen. Lernen fürs Kurzzeitgedächtnis, auch bekannt als Bulimie-Lernen, Raubkopien und die zunehmende Automatisierung von Industrie und Dienstleistungen werden oft als negative Folgen der Digitalisierung gesehen. Aber ist die Lage wirklich so schlimm? Schauen wir uns ein paar Beispiele genauer an. Die digitale Wissensexplosion führt zur Überhäufung mit Lerninhalten. Kurz vor den Klausuren steht ein Lernmarathon an. Wissen wird nicht nach und nach aufgebaut, sondern unter großem Zeitdruck gepaukt. Das Bulimie-Lernen setzt ein. Hineinfressen, auskotzen, hineinfressen, auskotzen. Wer sich Wissen so aneignet, vergisst alles direkt nach der Klausur. Bildungsexperten zufolge hat die zunehmende Digitalisierung des Alltags den Bulimie-Lerntrend weiter verstärkt. In einer Welt, die sich stets verändert, hilft auswendig gelerntes Wissen nicht viel. Schlüsselkompetenzen sind notwendig. Insbesondere Kreativität und Selbstständigkeit werden gebraucht. In kreativen Branchen wie der Musikindustrie ist noch mehr Flexibilität, Mobilität und Einfallsreichtum gefragt. Als die CD in den 1980ern erfunden wurde, freute sich die Musikindustrie über ein großes Wachstum. CDs gingen weg wie warme Semmeln. Doch die Euphorie währte nicht ewig. Mit der Entwicklung des MP3-Formats wurde es sehr einfach, Musik digital zu verbreiten. Der Handel mit Raubkopien brachte der Musikindustrie Verluste in Milliardenhöhe. Um die Schäden zu beschränken, ging die Musikindustrie in die Defensive und versuchte, urheberrechtliche Verletzungen zu verfolgen. Doch irgendwann musste man einsehen, dass diese defensive Strategie nicht funktionierte. Die Musikbranche ging in die Offensive. Sie verbündete sich mit den neuen Akteuren der digitalen Welt, wie Google, Amazon, Apple oder Spotify. Durch den digitalen Wandel sind die heutigen Kunstschaffenden praktisch auch Kulturunternehmer und Community Manager. Sie müssen ein vielfältiges Angebot aus dem Hut zaubern. Dafür ist die Produktion günstiger und simpler. Neue Technologien sind leicht zugänglich. Programme werden immer leistungsfähiger. Mittlerweile genügen Mikro und Laptop für einen Start in die Ära der Bedroom Studios. Aber auch wenn jede Maschine heute schneller arbeitet, als die Hochleistungsrechner der Mondrakete es jemals getan haben, auch wenn alle Dinge immer klüger werden, auch wenn alle Daten immer in Echtzeit abrufbar sind, und selbst wenn der smarte Kühlschrank dem smarten Backofen sagen kann, wie viele Semmeln er zu backen hat, wird unser Leben weder einfacher noch sicherer. Heute gilt das mahnende Gesetz. Wer die Daten besitzt, hat die Macht. Die Verfügbarkeit von Daten ist ein Zeichen von Demokratisierung. Doch kaum ein Unternehmen will seine Daten gerne mit der Konkurrenz teilen. So stellen sich die Fragen. Können wir unserem Wissen freien Lauf lassen oder müssen wir es in Bahnen lenken? Wie bewältigen wir die Datenflut, die uns ständig umgibt? Finden wir dank Open Source auf die Insel der Seligen oder gehen wir unter? Können wir mit Open Source Wissen leichter verfügbar machen? Oder führt uneingeschränktes Wissen zu Bulimieverhalten in allen Branchen? Wie man sieht, hat die Digitalisierung viele Seiten. Falls du mehr über die Folgen der Downloadkultur wissen und dich an der Diskussion beteiligen möchtest, schau dir unsere Videos zu diesem Thema auf Zack Videoclips an und poste deine Kommentare.